Der Fackelzug in Schwechat hat eine lange Tradition. Jedes Jahr schließen sich die Schwechater diesem Lichtermeer an. Die Ansprachen zu Beginn haben jedes Jahr eine große Bedeutung und eine wichtige Botschaft. Traditionell versammelten sich Schwechat-Sozialdemokraten vor dem Rathaus, um am Vorabend des 1. Mai ihrer Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Für Bürgermeisterin Karin Bayer auch ein wichtiger Anlass, um mit der Bevölkerung Kontakt zu halten. Es ist immer schön, weil man ein bisschen zum Plaudern kommt, weil die Leute hier zusammenkommen und auch in einer entspannten Stimmung man einfach zum Quatschen kommt und die eine oder andere Frage beantworten kann. Bei Leuten, die nicht so gern sich einen Termin ausmachen im Rathaus, ist es immer gut, wenn man sich auf der Straße auch bewegt. Die Bürgermeisterin legte den Schwerpunkt also auf die Lokalpolitik. Meine Themen sind die, eher die, die die Stadt betreffen, was sich bei uns so bewegt, was wir bewegen wollen und wo wir hinwollen. Und das ist in erster Linie Infrastruktur nachziehen, weil wir halt von unseren Vorgängern eine Fülle von Wohnbauten, die schon bewilligt waren, geerbt haben und jetzt ganz schnell mit Kindergärten, mit Schulen nachziehen müssen und da auch auf einem sehr guten Weg sind. Natürlich wurde in weiterer Folge die Bundespolitik ausführlich behandelt. Eines der zentralen Themen, Kürzungen im Sozialbereich. Vor dem Hintergrund eines neuen Regierungsprogramms, vor einer türkis-blauen Regierung, die sämtlichste Grauslichkeiten gegenüber den arbeitenden Menschen und den sozial Schwachen in diesem Land bereithält. Errungenschaften der Arbeiterschaft, die nach Ansicht der SPÖ mehr und mehr in Frage gestellt werden. Der 1. Mai wurde 1890 zum ersten Mal gefeiert. Damals war eine der größten Forderungen der 8-Stunden-Tag. Soll ich jetzt kommentieren, wo wir heute stehen, 2018? Nein, ich kommentiere es nicht. Es ist unglaublich, aber wahr. Eine Forderung, die 1890 auf den Fahnen der Sozialdemokratie gestanden ist, ist heute mehr denn je aktuell und wir müssen wieder für etwas kämpfen, von dem wir dachten, dass wir es längst erreicht haben. Als Gastredner trat Dreiskirchens Bürgermeister Andreas Babler auf. Es ist diese Politik, die kann man leicht erklären, es ist diese Politik des Angstmachens, des Feindbürgerschaffens, gegeneinander ausspielens und diese Sündenböcke Tag um Tag gegeneinander auszuspielen und Stück um Stück jeder Gruppe einzeln ein Stück ihrer Würde wegzunehmen. Ebenfalls am Rednerpult Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft ProG. Wie wir wissen, werden ja verschiedene Themenbereiche gerade zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Regierung ganz massiv angegriffen. Nun in dieser Republik wurden Arbeitnehmerrechte so zurückgedrängt wie zum jetzigen Zeitpunkt und das werden wir heute hier besprechen und das werde ich auch bei meiner Ansprache ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Wir lassen unsere sozialen Kassen weder den Kreis geben, vielleicht doch die Kolleginnen und Kollegen, noch diese Zeit. Weil es war eine erfolgreiche Zeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter. Es geht in erster Linie um die Situation, dass die Regierung die Sozialversicherungen neu strukturieren und vor allen Dingen schwächen will. Es geht darum, dass offensichtlich seit 130 Jahren das zweite Mal eine Partei versucht, die Selbstverwaltung abzuschaffen. 1938 waren es die Nazis, die die Selbstverwaltung verboten haben und jetzt offensichtlich die ÖVP und die FPÖ. Und dagegen werden wir ganz massiv auftreten. Wie wichtig ist es Ihnen auf Festen mit diesen anwesend zu sein? Na, das ist eine Selbstverständlichkeit. Gerade wo die Arbeiterkammer so massiv angegriffen wird, wo wir sehen, dass der Jugendvertrauensrat abgeschafft wird oder dass vielleicht die Freiheitlichen und die Schwarzen wieder den 12-Stunden-Tag einführen wollen, den wir vor 130 Jahren abgeschafft haben, dann müssen wir alles daran setzen, dagegen aufzutreten und auch zu kämpfen. Anschließend wurden die Fackeln entzündet und man begab sich auf einen Fußmarsch durch Schwechat.